Corey Lewis, wärst du so freundlich, gibst mir ein Event? Versuch's erstmal mit höflichen Fragen. Wo bist du? Hä? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Salzeiko, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Es gibt den Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen. Dementsprechend sind wir jetzt, nachdem wir im ersten Farmhaus waren, sind wir jetzt im zweiten Farmhaus. Und nein, mir hat mir jemand erzählt, theoretisch zählt Campsite auch so ein bisschen dazu, denn dort gibt es ja auch ein Farmhaus. Und nein, wer A sagt, muss B sagen. Nicht auch noch C und erst recht nicht Campsite. Auch wenn es mit C anfängt und es echt perfekt passen würde, fällt mir gerade auf. Egal, let's go. Ihr seht schon, Alter-Modus. Und ich habe keine Ahnung, wen wir jagen. Wen jagen wir? Corey Lewis. Das ist eigentlich ein cooler Name. Hey, irgendwas war da oben gerade. Okay, let's go. Keine Ahnung, wo der Breaker ist. Erstmal ab auf den Dachboden. Und ich bin wieder die Kommentare durchgegangen und habe wieder einen gesehen zu Map-Vorschlägen oder Überlegungen. Da wurde zum Beispiel Kirche mit Friedhof gesagt. Finde ich sehr, sehr cool. Coole Idee, denn das Ganze gab es bei Ghost Hunters Corp. Da gab es einen Friedhof. Gut, es gab jetzt keine Kirche, wo man irgendwie reingehen konnte, sondern nur einen Friedhof. Aber auf der anderen Seite haben wir in Ghost Watchers, haben wir dann sozusagen die Kirche, die Geisterraum ist. Und das beides zusammen hätte schon Stil. Das wäre schon richtig cool. Natürlich perfekt für ein Horror-Game, ne? Und ja, irgendwas wurde dann noch, irgendwas stand noch im Kommentar. Ich habe ihn jetzt eigentlich nicht mehr zu 100% im Kopf. Aber da waren auch schöne Ideen dabei. Krankenhaus, genau, Krankenhaus. Ein Krankenhaus fand ich auch gut, hier mit einer Wirbelsäule. Ein Krankenhaus dürfte eigentlich auch nicht fehlen. Ganz ehrlich, so viele Personen, die leider Gottes durch einen Unfall oder whatever in Krankenhäusern sterben. Hier haben wir die Püppchen. Da sollte, da wäre es eigentlich ein Muss für, ja, für ein Horror-Game. Aber vielleicht haben sie es deswegen noch nicht mit reingenommen, denn in der Irrenanstalt, also sprich in Sally Meadows, gibt es ja auch so ein paar Bereiche, die in Richtung Krankenhaus gehen oder auch Prison, oben die Krankenstation. Vielleicht haben sie deswegen hier noch kein Krankenhaus mit reingebracht. Aber eigentlich finde ich, ist ein Krankenhaus fast ein Muss. Okay, wir warten jetzt kurz, bis es sich repariert. Wir dürfen nicht vergessen, oben im Badezimmer die Wirbelsäule und Püppchen. Den guten Richard Revenant. Oben im Kinderzimmer? Ah ne, wahrscheinlich eher nicht Kinderzimmer oder Babyzimmer, sondern wahrscheinlich Elternschlafzimmer, die halt ein Babybett daneben haben. Würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben, als dass halt da jemand solo schläft, beziehungsweise ein Baby-Solo da drin. Das wäre irgendwie schon sehr komisch und leicht unverantwortlich. Okay, es hat sich jetzt fast temperiert. Los geht's. Mit etwas Glück hat er auch schon irgendwas gemacht. Und wir sollten den Geist rum darin auch schon erkennen können. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Hier hätten wir ein Versteck. Und Ladies and Gentlemen, dieses Versteck hier ist nur ein Versteck. Wenn dieser zweite Schrank auch noch da steht. Wenn nur der Schrank hier da steht, könnt ihr euch dahinter verstecken. Aber dann müsst ihr, solltet ihr verrecken, dürft ihr euch nicht unbedingt zu stark wundern, dass er euch gekriegt hat, denn wie gesagt, dann ist es kein Versteck. Hier ist alles clear und ich denke hier immer, dass es irgendwie Cornflakes oder sowas sind. War eigentlich geiles Waschpulver oder Waschmittel. Also vom Design her erkennt man, dass es Waschmittel ist. Oder Weichspieler. Ja, wobei die Weichspieler in den Flaschen. Aber irgendwie sieht das auch lecker aus. Und knallige bunte Farben auf irgendwelchen Packungen sieht meistens lecker aus. Und das ist ganz spannend, denn in der Tierwelt gibt es ja zum Beispiel diese knalligen Farben, um zu signalisieren, hey, ich bin giftig, beispielsweise. Es gibt manche Geckos, die rote Punkte, orange Punkte haben, die eben giftig sind. Also nicht die Punkte, sondern die Geckos, aber, ne? Das sind so Warnfarben. Warnfarben, mein Gott. Und das ist eigentlich schon ganz spannend, aber ja, es sieht irgendwie immer lecker aus. Wir haben Freezing. Wieso haben wir hier Freezing? Keine Ahnung, aber wir haben Freezing. Ja, sorry. Das war so dieser Tipp. Es ist der Nackte und wieso liegt hier Bier? Ich bin jetzt einfach höflich ignoriert. Ich habe kein Futterparat. Was soll ich machen? Da kann er gerne weiterstehen und singen. Wobei, wenn er... Ah, okay, zurück. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt auch weiter singt, vielleicht schaffe ich es dann noch rechtzeitig, aber ja. Also, Punkt 1, wir haben jetzt schon zwei Events gehabt. Punkt 2, es ist der Nackte. Punkt 3, wir haben einen Beweis, aber
Ja, die Auswahl gefällt mir nicht. Ich muss... Oh. Ah ja, hier... Das klang so nah. Das klang so nah. Ja. Zwillinge? Zwillinge wäre noch drin. Aber ich glaube, dass er eher im Schlafzimmer ist. Aber, dass er hier in der Tür gespawnt ist, könnte auch ein Event in meine Richtung gewesen sein. Event in meine Richtung? Ja, da haben wir nicht wirklich jemanden. Onis passen da ganz gut, aber ein Oni ist durch das Hauch-Event raus. Okay, er ist unten gespawnt. Gerade ist es schwer einzuschätzen, aber jetzt Frühjagd, also ja, manches ist gerade schwer einzuschätzen durch die zwei Events. Dementsprechend ist es schwer zu sagen, ob wir jetzt, also ob er jetzt irgendwie stark unsere Sanity drained oder ob er vielleicht anstatt 10, 20 abgezogen hat durch die Events oder ob er über 50% jagt. Das ist alles gerade nicht einfach. Wir konnten aber nur zwei nehmen. Wir konnten nur zweimal Sanity Pen nehmen. Das bedeutet, dass ein Geist, der auf über 50% jagen kann. Somit wäre sowas wie Djinn raus, Shade raus, Revenant raus. Lassen wir alles noch offen, aber theoretisch ist sowas schon mal raus. Wir suchen uns jetzt erstmal den zweiten Beweis. Aber vorerst die UV-Lampe noch reinbringen. Hätten wir... Ne, hätten wir nicht. Wir machen das Ganze jetzt so. Die UV-Lampe konnte ich ja noch nicht reinbringen. Fotos habe ich alle gemacht. Okay, das ist schon mal gut. Ja, theoretisch kann ich dann den Fotoapparat... Hallo? Ja, ja, wobei... Ich wollte gerade sagen, eigentlich können wir... Kann ich ihn da liegen lassen, aber wir haben jetzt sowieso uns frei. Ja, ne? Und wunderschöne Fingerabdrücke. Mit den Fingis hätten wir diese Auswahl noch. Djinn, Daemon, Antu, Mimic. Dementsprechend bringe ich jetzt gleich erstmal eine Videocam mit rein. Es könnte sein, dass wir einen Daemon haben. Oder Mimic. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Geschwindigkeitsmäßig, Desig, keine Auffälligkeit. Okay, draußen vor dem Fenster ist gerade ein Heli und es klingt so, als ob er hier landen würde, gefühlt. Ja, alles klar. Scheinbar ist Corey Lewis jemand ganz Besonderes. Foto vom Geist? Schauen wir mal. Achso, wir haben jetzt ja Dots dabei. Hä, doch nicht? Wieso kann ich dann... Wieso kann ich dann gerade das Kruzifix sich nehmen? Hä? Keine Ahnung. Ja, das ist gerade schwer zu sagen. Für einen Daemon war es mir ein bisschen zu wenig. Der war jetzt nicht ganz so engagiert, wie ich das sonst von Dämonen kenne. Und ich hoffe, er wird auch nicht so engagiert werden. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es vielleicht eher Richtung Mimik geht. Was mich nur gerade verwirrt, hier ist kein Freezing mehr, oder? Oder sehe ich einfach nur gerade den Atem vermutlich? Ich glaube, der Meter ist hier noch Freezing. Okay, wir haben immer noch den Atem. Kein Orb. Kein Orb. Auch kein Orb. Hier hinten auch nicht. Okay. Vielleicht ein Daemon? Ein nicht ganz so engagierter Daemon? Wäre durchaus im Rahmen des Möglichen, aber würde mir gar nicht gefallen. Also, Djinn ist komplett raus. Er hat auf über 50% gejagt, da ist der Djinn komplett raus. Antu, wenn ich alles täusche, müsste da doch auch raus sein. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, ob er jetzt auf 50% und darunter jagen kann oder ob es doch eine Änderung gab, aber... Ich hatte meine Meinung, es ist immer noch 50%. Dementsprechend hätten wir Daemon oder Mimic. Hatte ich bei dabei auch letztens einen Kommentar, ob... Oder nee, mir hat jemand geschrieben und da war eine Frage, ob es irgendwas dagegen gibt, dass ein Daemon auf 100% jagt. Irgendwas, womit man sich dann Sicherheit bringen kann, damit man nicht stirbt. Leider muss ich an dieser Stelle sagen, wenn ihr da nicht mit Räucherstäbchen reingeht, die euch ein bisschen Zeit verschaffen, oder halt schnell genug ins Versteck kommt, dann habt ihr leider die Arschkarte gezogen. Leider gibt es ja jetzt nichts, was man irgendwie sonst machen könnte. Wie gesagt, man kann manche Geister loopen, also sprich Zeit verschaffen,
Räuchern verschafft ihr auch Zeit ins Versteck. Aber sonst ist es tricky. Okay, die Tür da hinten geht nur ganz langsam auf. Das ist ja voll normal. Gut, ich gehe nochmal raus und ich schaue jetzt nochmal durch die Videocam nach einem Orb. So gesehen können wir auch einen Dämon und einen Mimic anhand der Jagd gut unterscheiden. Denn ein Mimic kann zwar den gleichen Geist mehrere Male hintereinander adaptieren, aber in den meisten Fällen wechselt er dann doch engagiert durch. Das bedeutet, wir könnten uns 3, 4, 5 Mal jagen lassen und wenn es immer noch keine Unterschiede gibt, sondern alles irgendwie gleich ist oder sogar ein Chainer dazwischen ist, gut, kann er auch adaptieren, aber ne, soll alles gleich bleiben, dann ist es ein Dämon. Okay. Fingerabdrücke hatten wir safe und Freezing auch. Schauen wir mal, Fingerabdrücke immer ein Bällchen. Freezing hatten wir auch safe, gut. Kruzifixus trennt entkommen während einer Jagd. Ja, wo noch ein Geist. Schauen wir mal. Ich werde jetzt in den Geisterraum gehen mit der Videocam in der Hand. Hoffentlich können wir Geisterfoto hinbekommen und ich hoffe, dass er nicht engagiert jagt. Hier bleibt offen, Kollege. Ich bin ganz froh, wenn man mal einen Dämon hat, der nicht direkt jagt. So, und ganz wichtig, es war ein Dämon, aber das Kruzifix bricht ihn trotzdem ab, wenn er hier in diesem Bereich jagt. Deswegen, wenn ihr nicht wollt, dass ein Geist in eurer Fresse spawnt, während er jagt, stellt euch auf ein Kruzifix. Denn kein Geist ist dessen erhaben. Also sprich, jeder, wenn jeder jemand dann in dir spawnen möchte und du stehst auf dem Kruzifix oder bist in der Range von dem Kruzifix, wird er abgeblockt. Ganz praktisch. Ganz geil. Und gerade wenn ihr zum Beispiel sowas wie ein Gespenst habt, das hat die Möglichkeit, sich hinter euch zu porten. Dabei gibt es ein EMR5. Er spricht, hinter euch zu porten und dort die Jagd zu beginnen. Wenn ihr dann hier auch noch auf einem Kruzifix seid, habt ein EMF hier so in der Hand. Und auf einmal habt ihr EMR5, wisst ihr Bescheid. Gespenst, gleichzeitig passiert euch nichts, weil ihr auf dem Kruzifix seid. So, jetzt heißt es warten. Wir hatten ja schon zwei Events. Gut, ein Hauch-Event und ein schönes Event. Aber jetzt hat er keine Lust mehr. So, einfach hier. Ja. Es ist mir relativ egal, ob er hier spawnt oder hier. Kann er beides machen. Wenn er hier spawnt, räucher, ich lauf durch. Wenn er hier spawnt, Räucherstäbchen, lauf weg. Solange er nicht in mir spawnt, ist alles fein. Sollte es ein Dämon sein, ist ja auch die Range doppelt so hoch. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Das ist ja auch irgendwie so eine Spezialfähigkeit. Gut. Ja, wobei, ist ja eher dann eine Spezialfähigkeit von Kruzifix. Okay, weil sonst hätte ich jetzt überlegt, was ist, wenn Mimic einen auf Dämon macht? Ist dann das Kruzifix auch so, also dass es diese Range, doppelte Range hat? Wäre jetzt eine spannende Frage, aber gut, weil es eben die Fähigkeit von Kruzifix ist, dann eine doppelte Range zu haben und ich vom Dämon sozusagen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber wäre trotzdem cool gewesen. Ich trage jetzt einfach schon mal Dämon ein. Wir warten. Sag mir nicht, du bist jetzt nicht mehr hier, weil das war im Flur. Wir haben hier immer noch Freezing, aber draußen im Flur ist die Bierflasche wieder geflogen. Normalerweise würde ich an dieser Stelle denken, Zwilling. Aber Punkt 1, ein Zwilling kann ich auf über 50% jagen. Punkt 2. So viele Punkte sprechen eigentlich gar nicht dagegen. Abgesehen von den Beweisen natürlich, denn Zwillinge sind raus. Jetzt ist er wieder hier. Dementsprechend könnte es halt eben auch Mimic sein, der einen auf Zwilling macht. Ja, er war gerade draußen im Flur, hat da das Bier bewegt und ist jetzt hier rein. Das ist gerade ein bisschen tricky. Aber wenn er dort hinten ist, bedeutet das, ich bin hier auf jeden Fall sicher. Monsieur Gosti, wie heißt du? Corey Lewis, wärst du so freundlich, gibst mir ein Event? Versuch's erstmal mit höflichen Fragen. Gerade der Mund. Wo bist du? Hä? Fingerabdrücke. Ja, super, die wollte ich jetzt nicht. Hä, wo stand er? Ich habe ihn ganz leicht atmen gehört, aber mehr habe ich nicht gehört. Das war schon mal ein guter Versuch. Hat super funktioniert. Leider habe ich das Foto nicht bekommen. Wärst du so freundlich, Corey Lewis, und gibst mir ein weiteres Event? Das wäre ganz lieb von dir, danke. Zumindest habe ich hier noch. Oh, das ist jetzt ungünstig. Wenn mich nicht alles täuscht, war da ein Hauch.
Hier, das hier ist ein Hauch, der gerade zur Tür reingeflogen kam, als er die Jagd begonnen hat. Deswegen dachte ich auch kurzzeitig, okay, er hat gerade gejagt, die Jagd gestartet, Atem vom Mund. Es könnte vielleicht ein Ding sein, ein Handtuch. Aber geschwindigkeitsmäßig, Desik, hat es nicht gepasst. Denn Handtuch hätte, oder wäre schneller gewesen. Zum Donnerwetter nochmal. Denke ich mir auch. So, wieder nach drin. Jetzt habe ich auch, jetzt, wenn er sich jetzt zeigt, also wir lassen das Foto jetzt einfach offen, denn ich habe hier keine Fotos mehr, keine Charges mehr. Wenn er sich jetzt zeigt und irgendwie hier neben mir... Kruzifix. Kruzifix. Okay, passt. Das war ein Event, du Kackspast. Ich dachte, er hätte jetzt hier seine Jagd begonnen. Okay. Er hat sich gerade wieder beruhigt. Ich muss sagen, der Hauch, den Hauch, den man vom Atem hat, vom Mund hat, sieht sehr seltsam aus. Teilweise. Okay, also Foto lassen wir offen und mir wird das langsam jetzt ein bisschen zu heikel. Er gefällt mir gar nicht, er ist zu engagiert. Aber ich überlege trotzdem noch mal schnell ein Foto. Er gibt ja gute Events, so ist es nicht. Wir stellen uns in die Eingangshalle, versuchen während der Jagd ein Foto zu machen. Ich werde einmal abdrücken, räuchern, ab nach oben. Wobei ich jetzt schon sehe, dass ich verrecken werde. Aber ja, vielleicht nimm... Ich mache das Foto, lauf nach oben, Räucherstäbchen und mach so. Tür ist noch offen. So, Räucherstäbchen hier oben. Ja, sonst ist es teilweise ein bisschen schwierig, die Räucherstäbchen zu nehmen. So, ich gehe nicht mehr in den Geisterraum rein. Sehr knapp. Alter Vater. Auf einmal hat er die Line of Sight Geschwindigkeit bekommen und bam. Das ist wiederum auch schon mal eine Bestätigung gegenüber Hantu. Der hätte jetzt keine Line of Sight Geschwindigkeit bekommen, zum einen. Zum anderen ist nicht hier, wenn da hinten. Na, also der hätte hier keine erhöhte Geschwindigkeit gehabt, wenn da hinten sein Geisterraum ist. Also sprich, hier müsste es warm sein. Okay, ich bin beim Dämon einfach, weil ich die ganze Zeit keinen Orb gesehen habe. Aber er ist auch ein paar Mal im Flur, also draußen gespawnt. Dementsprechend könnte es natürlich sein, dass. Nicht hier, sondern hier praktisch, hier im Wohnzimmer. Hier, also, da ist er auch ein paar Mal gespawnt. Wäre durchaus möglich, aber ich fahre jetzt einfach und drücke die Daumen, dass es ein Dämon ist. Wäre mir lieber, als da jetzt noch mal reingehen zu müssen. Let's go. Und ja, gegen Ende war er engagiert. Das auf jeden Fall. Schauen wir mal. Es war ein Dämon, wunderbar. Wir haben unser Geisterfoto, wir haben alle Quests erledigt. Ich bin happy, dass wir es noch geschafft haben. Alter Vater, hätte auch gut in die Hose gehen können. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. 270 Flocken, beziehungsweise mit den täglichen 320. Ich bin happy. Bisschen Action mal wieder gehabt. Ich hoffe, euch geht's gut. Das sagt man eigentlich am Anfang des Videos. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.